Ihr Lieben, ich habe Matthias jetzt gerade kennengelernt. Hi. Du hast eine extrem spannende Geschichte, wie ich finde. Und das ist es wert, auf jeden Fall diese Kamera auszupacken. Du bist dem Tod wirklich knapp von der Schippe gesprungen. Könnte man so sagen. Also ich bin jetzt da 28, hatte vor 2 Jahren die Diagnose Lymphdrüsenkrebs und hatte den Tumor am Oberkiefer rechts sitzen. Die Ärzte empfahlen mir eine Chemotherapie, die habe ich auch absolviert und gemacht. Danach war 6 Monate Ruhe, man konnte nichts mehr feststellen. Und dann kam ein Rezidiv. Was ist ein Rezidiv? Wenn das wieder auftritt. Aha. Und diesmal auf der Stelle. Man muss sich das vorstellen, man geht schlafen und am nächsten Tag hat man einen faustgroßen Knoten im Hals. Wow. Und wo der herkommt, weiß kein Mensch. Von heute auf morgen hast du dann so einen Teil erinnert? Ja. Danach war ich natürlich total schockiert. Die Ärzte empfahlen mir, nochmal die gleiche Chemotherapie anzuwenden. Und ich sagte daraufhin, wenn man 2-mal dasselbe macht und ein anderes Ergebnis erwartet, ist das ein Zeichen von Dummheit. Ich habe dann mal im Internet nachgesurft, was Alternativmedizin so bewirken könnte. Und daraufhin bin ich auf eine Frau gestoßen, Frau Martina Unger. Die hat mir dann gesagt, das kann geschafft werden, aber es ist ein hartes Stück Arbeit. Ja, es war natürlich zu Anfang schwierig daran zu glauben, aber es war meine einzige Chance. Also von der schulmedizinischen Seite war kaum mehr irgendwelche Lösungswege vorgegeben. Und dann hast du gesagt, okay, ich muss neue Wege gehen. Dann hat dir die Dame gesagt, probier's mal mit. Grüne Ernährung, speziell vegane Ernährung, mentales Training und eben der Glaube an Gott. Also ich habe mich 6 Monate rein vegan ernährt, aber nicht nur vegan, sondern qualitativ hochwertig vegan. Sprich, nur mit Bio-Lebensmitteln, also wo keine Restspuren von Pestiziden drauf sein können, damit das Essen eben so natürlich wie möglich ist, um den Körper nicht noch mehr zu vergiften. Und dann habe ich noch auf spezielle Entgiftungsmethoden gesetzt. Und bist du jetzt komplett geheilt? Also ich bin komplett geheilt. Es ist keine Tumorzelle erkennbar bzw. nachweisbar. Und es hat sich auch alles abgebaut. Wie kann ich... Das gibt's doch nicht! Kann ich nicht genau erklären. Das ist unfassbar. Ja. Also ich kann es selber nicht glauben, aber ich habe mir jeden Tag gesagt, ich bin gesund, ich bin gesund. Und nach gefühlten 100.000 Mal Vorbeten war ich dann gesund. Also was glaubst du, was dann schlussendlich wirklich die Heilung hervorgebracht hat? Das ist also eine Rezeptur von all dem, was du gemacht hast, mit positiven Affirmationen, mit Ernährung und deinem Glauben, ja? Das sind diese... Genau, ja? Auf 3 Ebenen muss man sich heilen, um wirklich ganz geheilt zu sein. Auf der körperlichen Ebene, auf der geistigen Ebene, also sprich die Gedankenaffirmationen und auf der seelischen Ebene. Jetzt mit deinem gesundheitlichen Erfolg, wie gehst du tagtäglich jetzt ins Leben rein? Gibt es bestimmte Rituale, die du machst? Der erste Gedanke beim Aufwachen ist eine positive Affirmation. Das fängt an mit, ich liebe das Leben, ich bin absolut gesund. Jede Zelle meines Körpers wird mit absoluter positiver Lebensenergie durchströmt. Und ich habe so einen Spiegel, so einen kleinen, ich schaue mir richtig tief in die Augen. Und am Rande, rechts oben, am Spiegelrand steht geschrieben, ich liebe mich. Ich liebe mich. Das muss man mit Überzeugung sagen können. Positiv in den Tag starten, sich selbst auch in den Arm nehmen. Ne? Wenn zum Beispiel jetzt sich Menschen interessieren für deine Ernährung, gibt es da irgendwas, was du ihnen mit auf den Weg geben kannst? Auf jeden Fall Bio-Gemüse und Bio-Obst. Das ist ganz essentiell. Und wenn man sich vegan ernährt, braucht man sehr viel Getreide. Und da geht es darum, dass man das richtige Getreide zu sich nimmt. Okay. Zum Beispiel Dinkel, Roggen und das Weizenmehl oder das stark verarbeitete Mehl einfach auf die Seite schieben. Okay, super. Wunderbar. Top. Wie sieht es mit Sport aus? Sport war immer ein Thema bei mir. Ich habe früher vor meinem Erkrankung Sport wirklich exzessiv betrieben, also immer an die Leistungsgrenze. Auch darüber hinaus wahrscheinlich, auch oder? Auch darüber hinaus, auf die Regeneration nicht geachtet, mich komplett falsch ernährt und natürlich am Wochenende immer unterwegs, in den Discos, in den Pubs und natürlich wird der Körper durch den Alkoholkonsum auch vergiftet und wenn man dann am nächsten Tag aufsteht und wieder intensiven Sport betreibt, ist das auf Dauer ungesund. Das habe ich natürlich zu dieser Zeit nicht gewusst und ich habe auch nicht darauf geachtet. Und jetzt mache ich es umgekehrt. Was ist für dich Glück? Glück ist für mich, immer das Positive aus jeder Situation zu gewinnen. Also rückblickend
kann ich nur sagen, muss ich dem Dilma danken, dass er mir die Welt auf eine Weise gezeigt hat, wie sie sein kann und wie sie glücklich macht, nachhaltig.